Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Wizard 101. In Wintergrim sind wir wieder mal. Wir wollen die letzten Quests hier erledigen. Ich bin kurz vor Level 58 und wir sind kurz davor, hier in diesen Kampf reinzukommen, aber irgendwie ist der arme Rex Feuerwächter allein in den Kampf gegangen und hat jetzt erstmal die volle Breitseite abgekriegt. Aber Rex mit seinen 4077 Punkten, der verträgt das, glaube ich, ganz gut. So, wir haben Elementarschild. Elementarschild, auch nicht schlecht, ne? Lass mal gucken, was reicht, wenn wir das einmal haben. Und da es mich nichts kostet, mache ich das mal auf mich. Ausgezeichnet, kritischer Angriff. Wundervoll. Das ging ja schnell. Ah, guck mal, das ist der nächste Runenstein. Traumhaft. Das ist alles ja nicht mal so schlecht, ne? Grinsi! Das war wirklich schnell, allerdings. Jetzt muss ich mich wohl selbst um meinen ungebetenen Gast kümmern. Na schön! Ach, jetzt müssen wir schon wieder kämpfen, oder was? Komm, ich guck mal, ob ich hier schon was mit anfangen kann. Großmutter Rabe, Hüterin Grizzleheims, hoch oben auf dem Weltenbaum. Sie schützt uns vor dem Tag, an dem Ymir erwacht. Wieso? Oh nein! Rang 10 Endgegner. Boah. Auch heftig, oder? Ja, müssen wir. Hä? Hier fehlt einer. Ach ja, die Maya. Die hatte überlegt. Ist das nicht, ist das ein Typ mit Zöpfen? Komisch, oder? Die haben hier seltsame Sitten in Wintergrim. Ich hoffe, mein Mikro ist noch eingesteckt. Fällt mir mal gerade so ein. Ich bin hier so lustig am Aufnehmen. Nun gut. Elementarschild brauchen wir jetzt gerade mal nicht. Gletscherschild. Wir machen mal ein Feuerbrill. Oh, der hat aber viel. Scheiße, Mann. Scheiße. Minus 15% eingehende Angriffe. Zack, da gibt es erstmal direkt ein Crit. Super, plus 25. Das ist genial. Da sind die direkt mal vom Tisch weggeweht. Grandios. Natürlich cool, wenn man direkt hier Leute dabei hat, die einen tatkräftig unterstützen. So, Kumpel. Dann können wir das alles rausmachen. Neue Mission brauchen wir jetzt nicht, das auch nicht. Eine Feuerfalle, ja, machen wir noch eine Feuerfalle auf den drauf. Oh, der Kevin ist wieder derjenige mit den wenigsten Lebenspunkten. Eben gerade war ich gut dabei, obwohl, nee, war ich gar nicht beim Games Jodler. Da waren ja auch die Level 90er dabei. Na, wie dem auch sei. Oh, traumhaft. Eigentlich ist das besser, ne? In dem Fall, weil er auch Eisdings ist. Aber ich habe keinerlei Klinge dabei. Das ist nicht so cool. Dum, 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 dum. Ja, ich mache ja schon. So, Fabian. Ah, Fabian. Sein Hut. Was ist denn mit seinem Hut? Rumba. Der Fabian sieht seltsam aus. Komisch. Kann ich jetzt auch nicht mehr darauf antworten, außer einem Grinsegesicht. Ah.
Das ist natürlich schlau. Ein Feuerangriff. 4081. Ja, dann hätte ich jetzt auch mein Höllifant anwenden können. Na gut. Joa, dann machen wir jetzt... Ach komm, wir machen jetzt mal einfach und gut ist. Lass mal gucken. Hatte... Nein, verflucht. So. Nein, verdeckst noch eins. Mein Gott noch. Boah, ich hasse das hier so. Hatte noch keine Zeit. Mann. So, haben wir es jetzt gleich. Das ist aber auch immer was hier mit den Chats, ne? So, ich hatte mir... Ach genau, das wollte ich auf meinem Handy gucken. Da habe ich ja nämlich so eine App, wo ich mir so Notizen drin mache. Und da habe ich mir auch aufgeschrieben, was ich noch mal ansprechen wollte. Ja, super. Toll. Inventar Klinge. Ach guck mal, da haben wir es schon fast fertig. So, Arbeit bei Gameplay habe ich letztens angesprochen. Was ich an Wizard ändern würde, wurde ich gefragt. Tja. Das Thema habe ich auch schon oft besprochen. Alle Fragen, die ich jetzt gleich aufzähle, habe ich schon mal besprochen. An Wizard würde ich hier diese Chat-Sache ändern. Die ist einfach völlig unausgereift. Und das mit der Freundschaftsliste würde ich natürlich auch ändern. Ah. Hammer ist besiegt. Du nimmst Stiers Axt und Schild an dich. Yeah! Schnell weg hier. Was haben wir denn hier alles? Oh, Perlen an hier. Licht des Lebens. Ah ja, okay. Gut, schnell weg hier. Bevor wir wieder in irgendeinen Kampf kommen. Ja, ansonsten wüsste ich jetzt gerade gar nicht so viel, was ich ändern würde in Wizard 101. Jetzt so spontan. Da müsste ich schon genau... Das ist ja lustig hier. komm ich da dran? Ah, nein, ich komme nicht dran. Ich muss an denen vorbei. Wenn ich genau drüber nachdenke, fallen mir bestimmt viele Sachen ein, die ich bei Wizard 101 ändern würde. Denn Wizard 101 ist bei weitem nicht perfekt. Du hast getan, wozu ich nicht in der Lage war. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Blase in das Horn, um Stier Langaxt auf seine letzte Reise zu schicken. Klar doch. Du bläst in das Horn. Und ein langgezogener, klagender Laut zerreißt. Tritt nun beiseite und sei zornig. Yeah! Wie diesen Krieger nach allen Hi, Mädchen. Die letzte Ehre erwiesen wird. Level 58, hi, Mädchen. Wie sehr bist du bereit für den nächsten Abschnitt deines Studiums? Sobald du Zeit hast, solltest du zu mir nach Rabenhain kommen. Oh, hallo. Du musst umgehend bei mir vorbeischauen. So. Jetzt haben wir hier noch... Dup-dup-dup-dum. Austrilund. Austrilund. Achso, die muss ich noch suchen. Geschichte von Drachenfels. Gröselheim Hundelfjord. Das ist Drachenfels. Drachenfels. Wizard City. Kolossus. Okay, Aloeblätter. Griselheim? Hundelfjord? Und Bären. Jetzt muss ich mal gerade auf der Karte gucken. Hundelfjord. Ach, da unten. Ja, dann, Dann wollen wir doch mal los. Auf und da geht's nach Hundelfjord. Das soll mal einer vernünftig aussprechen, oder? Wer hat sich diesen Quatsch ausgedacht hier? Frostblümchen.
Ein frostiges Blümchen. Ist nie verkehrt. Da muss ich gleich die Maya... Oder ne Quatsch. Irgendwer kam doch nicht hier rüber. Hup. So, wir müssen da oben raus. Dann sind wir nämlich in Rundelfjord. Dort sammeln wir ein paar Beeren und ein paar Aloe-Blätter und bekommen für diesen Pillepalle nochmal 6000 Erfahrungspunkte. Aber wahrscheinlich müssen wir auch nochmal kämpfen. Aber was soll's. Ach, der Adebar-Boy. Entschuldige bitte die Störung, aber ich fürchte, man hat dich ganz vergessen. Irgendjemand hat da wohl seine Ablage nicht ordentlich abgearbeitet. Wie auch immer, du wirst bald von deinem Professor hören. Es geht um ein neues Haustier. Die Sache hat allerdings auch einen Haken. Er wird sich erst bei dir melden, wenn du Wintergrim... Pass gut auf dich auf, wenn du in Wintergrim bist. Dort oben soll es ziemlich kalt sein, also pack etwas Warmes zum Anziehen ein. Was für ein Stapel. Welchen Stapel? Fragezeichen. So, wir müssen, ich brauche Aloe, Blätter und Beeren. Cool, danke. Yeah. Das ist für mein Zuhause. So, Aloe, Blätter und Beeren. Bin ich denn überhaupt richtig? Lass mal gerade gucken. Ort Rundelfjord, Aloe, Blätter. Okay. Das heißt, es muss hier irgendwo alles sein. Aloe, Blätter und Berries. Berries. Jetzt müssen wir uns hier einen absuchen, wa? Ach, Mann. Erzi, Erz. Maya? Moment, Maya. Ich weiß, dass hier oben auch noch was ist. Ah, hier ist noch ein Stapel. Den kann ich nicht mitnehmen. Ich komme gleich, Maya. Ich komme gleich. Ich weiß, dass hier oben noch was ist. Doch nicht? Na gut, dann gehen wir jetzt zu Maya. Maya, Maya, geht zur Position. Danke. Ah. Ach, das soll ein Alio. Ach ja, klar. Noch zwei. Ach, die stehen hier direkt rum. Super. Jetzt noch die Beeren. Beere. N. Ich weiß, dass die auch hier sind. In irgendeinem Zugang. Lass mal gerade gucken. Aber die sind schon auf dem Weg. Wo sind denn die Beeren? Ach, da oben. Da sind wir doch fast. Hier und dann da rein. Richtung Austrilund. Komm bitte. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich vergesse immer wieder auf die Karte auch zu gucken. Wo ja auch meistens dann eingezeichnet ist, wo sich die Sachen befinden. Eins. Zwei. Und drei. Jetzt sprechen wir mit Regina. Wildplant. Das hört sich an wie Wildpflanze. Wahrscheinlich ist das auch gemeint. Regina Boy, auf geht's. Einfach mal irgendeinen Quatsch labern, ne? So, Regina. Ach, Regin, nicht Regina. Regin zerreibt die Blätter und Beeren zu einer Paste. Kannst du diesen Kräuterwickel zu unserem Lehnsherrn bringen? Er ist bestimmt noch in der Dorfhalle. Ah, das ist wieder der kleine Don Vito im Hintergrund. Und schreit sich die Seele aus dem Leib. Und keiner weiß, was er eigentlich will. Obwohl inzwischen dürfte sein Essen leer sein. Was ist denn das? Ein Kräuterwickel von... Danke, dass du ihn hergebracht hast. Und richte Regin bitte meinen Dank aus. Und jetzt sprechen wir wieder mit Regin. Regin, die Regina unter den Regins. Hui! Vorsicht! Nicht zufällig in Kampf kommen mit diesem widerlichen Frostgoblins. Ich hoffe sehr, der Wickel hilft. Hoffe ich auch. Oh nein, der hat noch eine Quest.
Für jedes Blatt, das ich abschnitt, pflanzte ich einen neuen Samen. Kannst du bitte nach Westrilund reisen und diese... Die Aloe gedeiht am besten in der Nähe von Bauer's Haus. Der Baldrian fühlt sich in der Nähe von Bernis Haus wohl. Und der richtige Platz. Kehre zu mir zurück, wenn du die Samen an den richtigen Stellen eingepflanzt hast. Und du sollst eine angemessene Belohnung erhalten. Hier sind ja voll viele Nebenquests, schreibt er. Ja, muss man sich ja mal ein bisschen richtig umgucken. Und dann gibt es ja natürlich auch noch... Pass auf, ihn hier. Hey, komm, das gucken wir gerade noch. Sprich mit Galguldpfad in Nordwacht. Oh shit. Nee, Pfot. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ciao.